und willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es was ganz Besonderes. Und zwar fahren wir mit dem Radl und dem Babyanhänger das erste Mal bergauf. Und das bei Schnee. Und zwar die Rodelbahn von der Möselalm. Drückt uns die Daumen. Mal schauen, wie das so laufen wird. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, aber freue mich auch mega. So, da seht ihr, die ersten Meter sind schon geschafft und es läuft gut. Klar ein bisschen langsamer, aber es läuft echt gut. Übrigens kommt der Martin auch noch. Ich fahre nur ein bisschen voraus, damit ich eben ihn nicht so sehr aufhalte. Genau, von dem her gibt es sicher auch ein paar coole Trail-Einlagen. Bleibt also unbedingt dran. Noch ein bisschen höher. Vielleicht seht ihr dann den Hänger auch besser. Ja, falls ihr noch ein bisschen Interesse an ein paar Eckdaten haben solltet. Unser Mini ist jetzt 5,5 Monate alt und hat ungefähr Größe 68. Er kann sitzen und er kann sich selber umdrehen. Ab einem halben Jahr darf der Thule dann auch offiziell laut Herstellerangabe verwendet werden. Aber das ist ja bei Babys alles ein bisschen individuell. Eben je nachdem, wie groß, wie stark, wie fit, wie gesund, wie sich das Baby eben entwickelt. Und demnach muss man das eben selber abschätzen, wann das Baby bereit ist. Natürlich sollte es unbedingt den Kopf stabil halten können, weil gerade bei kleinen Babys Sicherheit geht vor. So, Zwischenstand, wir sind ungefähr auf der Hälfte und der Kleine schläft ganz brav. Und ich habe jetzt gerade mal die Duschung auf der Seite ein bisschen aufgemacht, weil man macht sich einfach permanent Sorgen, dass ihm zu warm sein könnte, dass da zu wenig Luft reinkommt und. Es ist echt crazy, wie viele Sorgen man sich machen kann um so ein kleines Würmchen. Aber ansonsten ist es super Wetter, ist einfach nur mega, es hat 12 Grad und ja, ich habe noch ein bisschen was vor mir. So, wie versprochen, der Martin ist auch noch gekommen. Der hat uns überraschenderweise eingeholt, wobei der schwitzt auch ganz. Das ist brutal warm. 60 hochgeschwitzt im Februar. Und der Wurmi ist mittlerweile ohne Folie, weil es eh so warm ist. Gell, Würmchen? Sieht wahrscheinlich wieder rückwärts aus. Aber ist echt nicht so leicht. Aber Leute, wir sind fast oben. Schaut echt nicht so leicht aus, aber nützt ja nichts. Bald man sich so etwas einbüttet, muss man es da auch. So, und ein bisschen Technikgeschichte. Also Plusbikes sind zwar relativ breit schon und haben eigentlich 3 Zoll und Fatbikes gehen ab 4 Zoll los so in die Richtung, aber man hat trotzdem doppelte Auflagefläche, weil die Felgen vom Fatbike ab 80 mm losgeht und die von einem Plus nur bei 40, 45 ist. Daher haben wir halt wesentlich mehr Grip. Aber Plusbikes sind halt Aroundbikes mit dem Ende. Und da sieht man jetzt, wenn ich wieder vorbeischlängel, mit dem Fatbike läuft das noch. Hey, also wer denkt, eine Geburt wäre schlimm, ist noch nie mit dem Bike bei Schnee und Anhänger auf die Möselalm geradelt. Na doch, ich bin noch am Feiern aufgeradelt. Weil dann irgendwann wird es. Ich bin auch am Feiern aufgeradelt. Aber es läuft. Ich hab's fast geschafft. Fast. Aber jetzt kriege ich noch ein bisschen Hilfe. Aber ihr seht, es ist nur noch eine einzige Kurve. Puh. Mehr hätte ich aber auch nicht mehr geschafft. Beim nächsten Mal schaffe ich dann alles. So der Plan. Auch bei dir piept. Aber er tut sich auch schwer. Nicht nur ich mir. Der matschige Schnee ist jetzt halt echt mies. Unten, wo es noch hart war, ging es gut. Aber das matschige ist schwer zu meistern. Echt schwer. Ja, bist du deppert. Also zuschauen ist definitiv bärig. Ups, ich stehe im Weg. Ja, unten ging es echt noch voll gut, ja. Aber hier ist es jetzt so matschig, da ist es auch schwer. Du findest es witzig, Würmchen. Warte nur, bis du groß genug bist, dass du selber fahren musst. Ob du es dann noch so witzig findest?
Jetzt haben wir es geschafft und pünktlich zur Alm kommt der kleine Hunger. Besser kann es gar nicht gehen. Gibt es überhaupt geschafft? Das ist voll gelingt, aha. So cool. Jetzt ist das Essen auch gekommen und der Kleine. Und wie kommst du zurecht? Ja, nur und so tut er ja. So ist er ja komplett brauchbar. Und jetzt geht's dann noch weiter rauf bis zum Gipfel. Jetzt müssen wir aufs Tragesystem umschnallen, weil der Gipfel muss ja mit dem Bike getragen werden. Und da können wir mit dem Hänger natürlich jetzt nicht rauf. Aber zu Fuß wird das auf jeden Fall klappen und wir sind schon gespannt. Bis hier hat es schon mal gut funktioniert. Essen war super und ja, jetzt geht's dann eben weiter. Jetzt sind wir wieder vollzählig. Wir haben es geschafft, wir sind oben. Ja. Das erste Mal für den Mini. Der war zwar mit einer Woche schon auf der Möselalm, aber noch nicht am Gipfel. Stimmt nicht, ich war schon oft. Du bist ja auch nicht Mini. Mit besser Aussicht. So, jetzt geht's wieder auf. Mürchen und ich gehen schon ein bisschen vor und dann hoffen wir, dass wir ein paar Actionaufnahmen von Martin ergattern können. Das läuft ja einwandfrei bei dir. Der Martin ist jetzt schon unten, den haben wir gefilmt und wir gehen jetzt querfeldein, damit ich nicht ausrutsche, weil querfeldein ist zwar der Schnee hoch, aber da kann man gut stapfen und dann passiert uns zu 100% nichts und das ist natürlich wichtig. Genau. Und ja, dann geht's wieder ins Tal runter. Da unten wartet dann unser Radl bei der Alm. So, jetzt sind wir wieder gut unten angekommen. Ja, war echt gut. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ja. Und wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Und abonniert doch gerne unseren Kanal. Jetzt kommt der Sommer, jetzt kommen dann viele, viele. Naja, es gehen jetzt mit Fettberg, gehen jetzt auch die Geschichten los. Das stimmt. Auf jeden Fall kommen jetzt einige neue Sachen. Ja. Für euch, ciao. Ciao.